Herzlich willkommen zurück zu Little Big Planet 3. Ich bin immer noch der japanische Ninja-Krieger und wir gehen jetzt in dieses Level hier. Zack, das ist ja ein Level für die Murmel. Hoffe ich. Letzten Part hing sie da noch in der Luft rum, als wir da waren. Also glaube ich, dass das ein Level für die Murmel ist. Und dann holen wir uns jetzt mal die erste Murmel und vielleicht sogar schon die zweite auch. Mal gucken. Im letzten Part haben wir ja nur uns ein bisschen die Welt angeguckt und bei ZomZom eingekauft und die Gerätherausforderungen gemacht. Wo ich immer noch nicht erfolgreich war, weil die echt knifflig sind. Weil man nicht alle Bauteile hat, glaube ich, um das richtig zu machen. Und sich da noch ein bisschen ranarbeiten muss. So, Turm des Maskenherstellers. Hallöchen. Okay. Oh, okay, das könnte wehtun da. Das ist ein Gegner, den könnte man theoretisch kaputt machen. Da kann ich... Nein! Ich habe da was gesehen. Ich will da nochmal hoch. Moment. Erneut spielen, bitte. Ich will erneut spielen. Ich will gucken, ob ich da drankomme. Ob ich da irgendwie drankomme. Kann ich? Ich habe ja nochmal... Ich darf nicht vergessen, dass ich Items habe. Aber ich habe keine, die wirklich angreifen. Ich habe eine Lampe. Ich habe die Schuhe noch nicht. Kriegt man die Schuhe einfach nur irgendwie? Muss man die sich die... Ist das optional mit diesen Schuhen? Diese Schuhe, die sind ja irgendwie zum Höherspringen, zum Schweben oder was auch immer. Kriege ich die noch oder sind die optional? Weil überall waren ja schon mal diese Schuhe irgendwie angezeigt. So, jetzt gehen wir hier nochmal dran. Und dann gucken wir mal, was wir haben. Wir haben ja noch den Blinzelball, den Illuminat, den Pumpinator. Gucken wir mal, ob wir damit was reißen können. Können wir damit saugen? Sauge! Puste? Nee, warte mal. Kann ich da etwas machen? Ich kann die ein bisschen ärgern, aber sonst kann ich damit nichts reißen gerade. Nee, das kann ich auch nicht. Ja, einfach nicht reagiert hier der Sauginator. Mit dem Blinzelball vielleicht irgendwie? Kann man die damit anschießen? So Pong. Ah, Tatsache, das geht. Wie geil ist das denn? Wie komme ich da hoch? Funk. Der macht lustige Geräusche, wenn er fällt. Okay. Hätte ich den gebraucht, um da hochzukommen? Ach, Mano. Egal. Um diese Murmel zu finden, brauchst du die Königinlichen? Stiefel. Aha! Laufe über sie, um sie aufzuheben. Die Schubstiefel. Aha. Kann ich damit auch wieder hoch? Warte mal. Warte. So, warte mal. Jetzt mit den Stiefeln. So, Freunde. Jetzt geht's ab. Jetzt holen wir uns die Sachen hier. Hui! Was ist das da? Endlich haben wir diese Stiefel. Oh, oh, oh. Das ist ein Schubauffrischer. Er lädt deine Schubstiefel auf, wann immer du ihn berührst. Verwende Schubauffrischer, um deine Schubstiefel mehrmals zu benutzen. Okay, ist das hier der richtige Weg? Weil, ja, ist anscheinend so, ne? Ich dachte, ich bin jetzt ein Secret auf der Spur und das ist der richtige Weg. Ernsthaft? Moment. Ah, verdammt. Wieso? Warte mal. Ich muss da irgendwie hochkommen. Okay, warte mal. Ha. Okay, so schaffe ich das. Okay. Das ist ganz schön tricky hier. Hä, was? Okay, Moment. Vordergrund. So. Gib mir alle. Gib mir alle. Jawohl. Und jetzt runter. So. Jetzt gehen wir doch mal nach da. Weil ich glaube, dann habe ich da was verpasst. Weil das kann ja nicht sein, dass das hier der richtige Weg ist. Ist hier noch was? Nee. Okay. Kann ja eigentlich nicht angehen. Rufe einfach deine Sektasche mit
der Zurücktaste auf und wähle sie mit Hilfe des linken Sticks und der Aktionstaste aus. Okay. Hä, was ist denn der richtige Weg jetzt? Verstehe ich nicht. Warte mal, warte mal. Nee, da will ich auch nicht hin. Moment, dann gehen wir doch zurück. Ist das doch die... Hä? Das ist ja mega merkwürdig. So, rein da... Ey. Rein da... lass mich doch da rein. Hat doch vorhin auch funktioniert. So, dankeschön. Stopp. Schuhe. Lass mich hoch. Okay, warte. So, es war doch nicht so schwer. So. Schade, dass sie nur einen kurzen Schub geben, aber sonst wären die OP. So, jetzt gehen wir hier hoch. Jetzt gehen wir gucken, was es hier gibt. Ob es hier überhaupt was gibt. Also hier gibt es auf jeden Fall einen Knopf. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. So, ich hoffe, das ist einfach nur ein Secret hier. Okay. Einmal in dieser Kugel drin ist man eigentlich safe. Dann kann man ja immer wieder in die Kugel fallen und einen neuen Schub machen. So. Da brauchen wir den Blinzler. So, wechseln wir da auf die Schuhe. Sehr gut. Ich mag die Kombination mit den Werkzeugen gerade. Da wollen wir rüber. Da ist noch ein Knopf oder so. Was ist das da? Hier sind Glocken. Die habe ich leider noch nicht. Na gut. Vielleicht kriegen wir die ja noch irgendwie. Wahrscheinlich kriegen wir die wieder nach dem Level oder so. So. Okay, oh Gott. Okay. Warte mal, ich will da. Ah, nee, okay. Nein! Gott. Mach doch nicht so einen Mist. Moment. Okay. Ich dachte, das wäre es jetzt gewesen. So, nee, da will ich noch nicht hoch. Doch, will ich. Weil hier gab es nichts mehr. Und jetzt hier hoch. Boing. Ich mag die Stiefelmechanik. Die ist cool. Oh Gott. Okay. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das jetzt überlebe. So, da winkt eine Hand. Ah, okay, der quetscht mich dann. Okay. Kein Problem für mich. Ich kann das. Oh, ne. Da drauf. Da drauf. Und dann da drauf. Okay. Oh, Gott. Da muss ich rein. Aber erst wenn der da... Oh, Gott. Okay, ich hab's geschafft. Lebe noch. Oh, nein! Ärgerlich, aber ich hab die Blase. Okay, jetzt muss ich da hoch. Sehr gut. Jetzt da hoch. Oh nee, warte. Nochmal. Dankeschön. Okay, da komme ich nur vorbei, wenn ich einmal so mache. Hoho. Okay. Yep. So, da brauchen wir den Blinzelball wieder. Bin richtig stolz auf mich, dass ich das mit dem Blinzelball rausgefunden habe. So. Oh, was? Kommt da noch einer? Okay. Okay, Moment. Oh Gott. Timing. Oh, was? Ich hab den Boost in der Luft benutzt. Okay. So, die Dinger sammeln hier. Einmal durchfallen und so machen. Nein, in die Stacheln rein. Das wollte ich nicht. So, da konnte ich sogar zweimal machen. Nee, das wird nicht reichen. Sehr gut. Und da drauf. Jetzt da hoch. So. Nein, da wollte ich nicht rein. Moment. Was? Das ging nicht? Ich wurde wieder dahin gebracht. Ich frage mich, warum da so ein Ding ist. Eigentlich brauchst du da keinen zweiten. Zumindest für meine
Fähigkeiten. Da würde ich jetzt einfach mal behaupten, braucht man da keinen zweiten Auflade, also kein Aufladeding allgemein. So, Gott! Ja, gut. Was? Ach komm, ey. Der Schub hat mich umgebracht. Hier, man braucht ja gar keinen. So, es geht doch alles super. Ich meine, klar, es musste sichergestellt werden, dass jeder es schafft. Aber das ist jetzt nicht die Schwierigkeit. Dankeschön. So. Genau wie... Okay, da ist es für die Items. So, jetzt nach ganz weit rechts, hoch und nach links. Dankeschön. So. So. Oh, nee. Okay. Darüber. Okay. Oh Gott! Nein! Nein! Was hab... Wie habe ich das überlebt? Wie? Okay, Blinzelball. Ach, ich drücke immer die falsche Taste. Nein! Falsche Taste gedrückt. So. Blinzelball. Nein. Nein. Nein, 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 höher, nein, aber die Höhe ist gut, ja, sehr gut. Zack. Da ist noch einer. Komm, wir müssen ihn treffen. Dankeschön, so. Da unten ist noch was, wie komme ich da hin? Wie komme ich da dran vor allem? Moment. Warum sind da überall Stacheln? Ha. Da sind doch überall Stacheln. Dann lassen wir das Zeug mal liegen. Bevor ich hier tausendmal verrecke. Rüber. Oh Gott. Da hätte ich eher einen zweiten hingepackt als da vorhin. So, einmal hier rüber. Den müssen wir anleuchten. Oh Gott. Lass mich ganz schön erschrocken. So. Schubstiefel an. Und weiter geht die Luzi. Hui. Oh Gott. Muss ja einmal boosten hier. So, warte mal. Wir müssen aber doch nochmal runter. Ah ne, das ist ein Zweispieler-Area. Oh, wie gemein. Bist du direkt ausgesperrt. Darfst du nicht mal reingehen? So. Okay. Oh no. Oh ne, hier passiert doch was Böses. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh, ich lebe noch. So. Ah, das war doch schon mal instinktiv richtig. Muss ich jetzt hier die Glocke läuten oder was ist los? Oh, tatsächlich. Mommel! Yeah! Das Level ging ganz schön lang. Meine Güte, und da haben wir die Glockensticker bekommen. Ja, das Level ging so lang, dass wir das doch nicht in diesem Part schaffen, beide Level zu machen. Die Level werden auch immer länger, muss man so sagen, ne? Also ist schon krass. Ja, ja, ja. Aber wir haben die coolen Stiefel. Aber ich werde leider nicht in diesem Let's Play in jedes Level zurückgehen und alles holen. Weil es bei Little Big Planet bei mir, wenn ich es hochlade, immer nur um die Story geht. Und um es einmal gezeigt zu haben. Weil es ein schönes Spiel ist. Auch wenn es seine Macken hat. Auf der PlayStation 4 hat es zum Beispiel online verdammt harte Macken. Muss man mal. Ich weiß nicht, wie es bei der PlayStation 3 ist, ob es da stabiler läuft, aber auf der PlayStation 4 gibt es da leider Probleme. Und hier gibt es halt Ladeprobleme anscheinend. Okay, das Level hätten wir und wir können ja jetzt... Ach, guck mal, jetzt taucht da auch der Stiefel auf. Warte auf. Zack.
Ach, guck mal an. Jetzt erreichen wir hier auch komplett neue Gegenden. Kann aber nicht so lang rutschen. Nee, schade. So hochfliegen, dachte ich. Yay! Und zurück. Und vielleicht da hoch mal. Mein Gott, ist das gut versteckt hier alles. Nee, ist echt gut. Also ich finde das schön, dass man hier noch so... so viel erforschen kann. Ich will da nicht hoch, Spiel. Muss ich da jetzt echt so drauf hüpfen? Okay. Da hätten wir die Sammelschellen. Oh Gott, nein, ich bin in der falschen Ebene. Das lief anders als erwartet. Habe ich das Spiel jetzt verbuggt? Ah, nee, okay. Das dauert mir manchmal zu lange mit dem Recovern, mit dem Wiedererscheinen. Komme ich da dran? Da, oh, ach, da oben ist was für ein Helm. Komm, warte mal. Wir haben ja Zeit. Ist das für den Helm hier? Ja, ne? Eigentlich schon. Yay! Hallo. So. Wechseln wir jetzt wieder auf die Schuhe und gehen da runter. So. Und sammeln den nächsten Stuff. Ach, die Welt ist schön. Vor allem, wenn man jetzt so langsam alles kriegen kann. Wie komme ich da hin? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Dinger hier mit dem Vogel zu tun haben. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. So, da wäre ich auch so hochgekommen. Bitte. Nein. Ja, ja. Warte mal, da komme ich jetzt so hoch, oder? Aha. Aha. Krasse Sache hier. Ich will gar nicht wissen, wie viel wir in der alten Welt noch nicht haben. Okay, hier muss ich wahrscheinlich am Ende hin. Ah, da oben sind aber noch ganz viele Sachen. Ah, da kann bestimmt nur der Vogel hin. Oder? Ja, wahrscheinlich. Okay. Dann einmal runter. Okay. Okay. Hui. Gut. Dann würde ich hier den Part beenden. Und wir sehen uns im nächsten Part dann. Wenn mein Luftspringer nicht bald fertig ist, was soll mein Vermächtnis? Im nächsten Level, welches sich nicht hier befindet, sondern da links. Da gehen wir jetzt schon mal hin. Verbrauchen wir im nächsten Part nicht so viel Zeit. So, sehen uns beim nächsten Mal zu Little Big Planet 3. Bis dahin. Tschö, tschö.